Moin zusammen, Fennekia. Seitdem wir das neue Update in Sunbreak bekommen haben, wurde die neue Mechanik der kuriosen Rüstungs- und Waffenherstellung hinzugefügt. In anderen Worten, wir können unsere Waffen und Rüstungen jetzt augmentieren. Bei den Waffen haben wir festgelegte Verbesserungen wie Angriff, Schärfe oder auch Randale-Slot-Erhöhung. Bei den Rüstungen verhält sich das jedoch etwas anders. Wenn wir die Rüstung augmentieren, erhalten wir zufällig Verbesserungen bzw. Verschlechterungen in Verteidigung, Resistenzen und auch Fähigkeiten. Wir können auch Dekorationsslots dazu bekommen. In diesem Video zeige ich euch, welche Fähigkeiten wir auf unsere Rüstung augmentieren können und wie das System hinter der kuriosen Rüstungsverbesserung genau aussieht. Fangen wir also an. Dank einiger Datenanalysten in der Monster Hunter Community wissen wir jetzt, wie die Augmentierung in Sunbreak genau vonstatten geht. Alle wichtigen Punkte haben sie dabei in einem Spreadsheet online gestellt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Spreadsheet ist auf den ersten Blick sehr unübersichtlich. Darum gebe ich euch zunächst eine kleine Übersicht, wie es aufgebaut ist, bevor wir in die Daten reingehen. Das Dokument ist in drei Kategorien aufgeteilt: Rüstung, Augmentierungspools und mögliche Fähigkeiten. In der Rüstungskategorie sind alle Meisterrangrüstungen eingetragen und deren Augmentierungspool und Augmentierungskapazität bzw. das Budget. Der Augmentierungspool der Rüstung gibt an, aus welcher Tabelle der einzelnen Augmentierungspools die Rüstung Verbesserungen und Verschlechterungen erhalten kann. Zum Budget der einzelnen Rüstung sage ich gleich noch etwas. Wie bereits erwähnt, behandelt die zweite Kategorie die Augmentierungspools. In diesen ist festgeschrieben, was auf die einzelnen Rüstungen augmentiert werden kann und welche Wahrscheinlichkeit es hat. Zudem sind hier die Kosten der einzelnen Augmentierungen festgelegt, womit wir auch zum Budget bzw. der Kapazität der einzelnen Rüstungen zurückkommen. Die Meisterrangrüstungen in Sunbreak sind in sechs Kategorien aufgeteilt, wobei jede Kategorie ein bestimmtes Budget hat. Möglicherweise habt ihr beim Rüstungsschmied jetzt nicht genau die Kategorien drin, aber da wir wissen, welche Rüstungen es alle gibt und die Rüstungen bereits von den Datenanalysten aufgeteilt sind, konnten wir durchgehen und genau schauen, okay, welche Rüstungen welches Budget haben. Und glücklicherweise ist beim Rüstungsschmied das so aufgeteilt, dass wenn ihr den Start- oder Endpunkt von einer Kategorie oder von einem Budget habt, dann wisst ihr genau, welche Rüstung denn als nächstes so und so viel so viel Budget haben. Hier jetzt die Liste für euch. Also wenn ihr vom Kamura-Erbe bis Tetranodon geht, also die Rüstung, das hat ein Budget von 20. Dann fangt ihr wieder bei der Gussrüstung an und geht bis Anjanath. Also Anjanath ist der Endpunkt. Die haben alle ein Budget von 18. Dann als nächstes kommt das Schädelset und dann geht ihr bis Ragnar Kadaki. Die haben alle ein Budget von 16. Dann startet ihr bei Pyrukadaki und könnt dann einfach runterscrollen bis zur Diablos-Rüstung. Die haben alle ein Budget von 14. Dann könnt ihr bei der Damaskus-Rüstung starten und geht bis runter zur Basilgus-Rüstung. Alle, die da drin sind, die haben ein Budget von 12. Und die letzte Kategorie ist Budget 10. Das fängt bei der Erzfeind-Rüstung an und geht bis ganz runter zur mondlichten Agakuga-Rüstung. Also so könntet ihr euch das auch merken. Das Budget ist sozusagen das Kapital der Rüstung, welches bei der Augmentierung verbraucht wird, um Werte zu erhöhen. Das schauen wir uns aber gleich noch an einem Beispiel detaillierter an. In der dritten Kategorie des Spreadsheets sind dann alle Fähigkeiten mit den jeweiligen Kosten aufgelistet, die ihr dann als Augmentierung erhalten könnt. Eine übersetzte Form der einzelnen Fähigkeiten zeige ich euch noch am Ende des Videos, damit ihr einsehen könnt, welche Fähigkeiten überhaupt auf die Rüstung gehen können. Aus der Fähigkeitenliste kann man bereits erkennen, dass manche mehr kosten, als das Budget es für bestimmte Rüstungen erlaubt. Doch auch Fähigkeiten mit Kosten von 15 könnt ihr auf Rüstungen erhalten, die ein Budget von weniger als 15 Punkten haben. Verliert ihr auf einer Rüstung nämlich Werte, zum Beispiel Verteidigung oder Resistenzen oder auch Fähigkeiten, gibt dieser Verlust euch Punkte zum Budget hinzu. Wie viele Punkte ihr da bekommt, das seht ihr dann genau im Spreadsheet, wo wir gleich nochmal genauer durchgehen. Wichtig ist hier, bei einer Augmentierung könnt ihr maximal 7 Veränderungen erhalten und die Kosten können nicht die Rüstungskapazität übersteigen. Soll heißen, ist alles zusammengerechnet, könnt ihr bei einer Rüstung mit einem Budget von 14 nicht über 14 Punkte herauskommen. Das schauen wir uns aber gleich nochmal ein Beispiel an. So kurz noch zu den Augmentierungspools. Also wir gehen hier gleich noch
bisschen mehr rein, wenn wir das Beispiel durchgehen. Aber ich will euch eben noch kurz was zeigen oder erklären oder genauer erklären. Und zwar habt ihr hier in den einzelnen Augmentierungspools ja alle Sachen drin, die ihr auf die Rüstung raufbekommen könnt. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel im Augmentierungspool 4 befinden, hier sehen wir Verteidigung, Verteidigung minus, dann die ganzen Resistenzen plus und minus, hier unten die Fähigkeiten und dann noch die Slots, die wir raufkriegen können. Und hier können wir dann schon sehen, die sind in verschiedene Level aufgeteilt. Bei Verteidigung hier oben zum Beispiel in Level 1, 2 und 3 und auch verschiedene Werte für Verteidigung. Und daneben sehen wir dann die Wahrscheinlichkeit dafür, dass halt der bestimmte Wert bei einer Augmentierung vorkommt. Beim Augmentieren ist es so, dass das Spiel, wenn ihr auf Augmentieren klickt, das geht mehrmals durch oder das rollt eigentlich die ganze Zeit. Das könnt ihr euch so vorstellen wie ein Würfel und jede Seite des Würfels trägt halt einen bestimmten Wert und hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass das auftritt. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns die 9 hier angucken für Verteidigung, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 4%, dass die 9 bei den Würfeln rauskommt. Und wenn wir das jetzt weiterschauen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Fähigkeit haben möchten, das 15 Punkte kostet oder die 15 Punkte kostet, da habt ihr eine Wahrscheinlichkeit bei den Würfeln von 1,6%. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Schwächevorteil auf eine Rüstung haben möchtet, ihr habt 1,6%, eine 1,6% Chance, Schwächevorteil auch auf die Rüstung. Wenn ihr im Augmentierungspool 4 zum Beispiel hier seid, habt ihr 1,6% Chance. Die Werte und teilweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Bestimmtes auftritt bei den einzelnen Augmentierungspools, verändern sich auch. Also da müsst ihr wirklich schauen, okay, welche Rüstung nehme ich? In welchem Augmentierungspool bin ich und was ist mein Wert, den ich kriegen kann für die bestimmten Eigenschaften auf der Rüstung und was ist die Wahrscheinlichkeit für die möglichen Werte. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Augmentierungspool 3 anschauen und hier die Verteidigung, da wo wir vorhin 9 hatten, die tritt hier oder hier haben wir auf der gleichen Ebene Verteidigung 12. Das heißt, je nach Augmentierungspool müsst ihr mal durchschauen, was könnt ihr genau darauf würfeln. Wenn wir jetzt bei den Fähigkeiten gehen, da haben eigentlich fast alle die Möglichkeit, oder da haben alle die Möglichkeit, eine Fähigkeit zu rollen, die 15 Punkte kostet. Einen kleinen Unterschied habt ihr bei der Ibushi- und Nava-Rüstung. Bei allen anderen könnt ihr auch Fähigkeiten verlieren, aber bei Ibushi und Nava die Chance haben wir nicht. Da können wir auch keine Fähigkeiten hinzugewinnen, wir können entweder nur Slots hinzugewinnen, seht ihr hier in dieser Liste. Wir können nur Slots dazu gewinnen oder Verteidigung und Resistenzen, aber keine Fähigkeiten bei Nava und Ibushi. Deswegen immer genau schauen, welche Rüstung in welchem Augmentierungspool ist und was könnt ihr da eigentlich reinkriegen. Aber bis auf Nava und Ibushi sind alle Fähigkeiten möglich bei den anderen Rüstungstypen. Und da habt ihr halt immer nur eine gewisse Chance, dass halt das und das rauskommt. Wenn ihr eine Fähigkeit verliert, das ist halt eine 2% Chance und dann kriegt ihr 10 Punkte zu eurem Budget hinzu. Also das ist an sich ganz gut, wenn das passiert. Wenn ihr zum Beispiel eine Rüstung habt, die nur 14 Punkte hat, und ihr verliert dann eine Fähigkeit drauf, dann habt ihr auf einmal 24 Budget, habt noch 6 Augmentierungen über oder halt 6 Plätze in einem Augmentierungsdurchlauf über, weil ihr habt ja ein Skill verloren, das heißt 6, einen habt ihr verbraucht, 7 habt ihr insgesamt, 6 habt ihr jetzt noch. Und dann habt ihr auf einmal ein Budget von 24. Das heißt, ihr könnt, wenn das passiert, auch eine Fähigkeit reinbekommen, die 15 kostet. Also das noch kurz dazu, bevor wir jetzt in das Beispiel reingehen, was ich für euch vorbereitet habe. Und das Beispiel, was ich für euch vorbereitet habe, ist mit den Gormagala-Beinschienen. Wenn wir uns jetzt anschauen, okay, wo befindet sich Gormagala in unserer Rüstungsliste? Hier haben wir Gormagala. Wir befinden uns in Augmentierungspool 4.
und wir haben ein Budget von 14. So, schauen wir uns mal Augmentierungspool 4 an. Der befindet sich hier. Jetzt haben wir nochmal das Beispiel mit der Rüstung. Wir haben hier auf der Rüstung minus 7 bekommen. Wir haben einen Slot hinzubekommen. Wir haben Wasserwiderstand minus 3, Eiswiderstand plus 2 und 2 Fähigkeiten hinzubekommen. Einmal Trotz und einmal Horn Maestro. Jetzt dürfen wir 7 Augmentierungen drin haben oder 7 Veränderungen. Und wir haben ein Budget von 14. Dann schauen wir mal, ob wir das auch haben. Wir haben Verteidigung von minus 7. Bei Verteidigung und den Resistenzen ist es ein bisschen komplizierter, das nachzuvollziehen, weil, wie wir jetzt in diesem Beispiel schon sehen, wir haben minus 7 Verteidigung, aber wir haben bei den Minusverteidigungen nur minus 6 und minus 12. Das heißt, die Verteidigung setzt sich hier aus zweimal Würfeln zusammen. Wir haben hier nämlich dann einmal minus 12 und das gibt uns 5 Punkte auf unser Budget rauf. Das heißt, wir sind jetzt bei 19 und wir haben die 5 noch bekommen, weil wir ja minus 12 plus 5 sind minus 7. Die haben wir noch bekommen und die kostet uns 5 Punkte. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei einem Budget von 14. Denn als nächstes hatten wir Wasserwiderstand minus 3. Das haben wir hier, hier in dieser Zeile stehen. Minus 3 Wasserwiderstand, das war eine 1,2% Chance. Und die kostet oder die bringt uns 3 Punkte auf unser Budget hinzu, weil hier minus 3 steht. Das heißt, jetzt sind wir bei 17 und das war unsere drittes Mal Rollen des Würfels in einer Augmentierung. So, das nächste, was wir hatten, war Eiswiderstand plus 2. Das haben wir hier unten, wie hier ist die plus 2 drin, heißt von Eiswiderstand wurde das gewürfelt, war 2,4% Chance und kostet 2 Punkte. So, jetzt haben wir ein Budget von 15 noch. Denn als nächstes haben wir einen Slot dazu bekommen, den sehen wir hier, wir haben einen Slot dazu bekommen. Das sehen wir hier an der Markierung, wo nur ein so ein kleines Dreieck ist. Und ja, heißt, wir haben einen Einer-Slot zu bekommen. Das war eine 7% Chance und das kostet uns 6 Punkte. Immer hatten wir noch 15 Punkte, jetzt haben wir nur noch 9 Punkte, die wir verteilen können. Und das war unser fünftes Mal würfeln in dieser Augmentierung. Und dann haben wir ja noch Trotz und Horn Maestro. Das sind beides Fähigkeiten. Jetzt wissen wir aber aus dieser Liste noch nicht, okay, wie viel kostet das eigentlich und wie viele Punkte wurden dafür ausgegeben. Wir haben nur noch 9 Punkte. Das heißt, es kann sein, dass wir, oder es kann sein, entweder haben wir jetzt zweimal eine Dreierfähigkeit bekommen oder 3 und 6. Wir können nicht über unser Budget gehen, wie gesagt. Wir können darunter sein, aber nicht rüber. So, dann schauen wir uns mal die Fähigkeiten an oder die Fähigkeitenliste. Hier sehen wir schon Defiance, das ist Trotz. Das kostet 6 Punkte. Das heißt, 3 haben wir jetzt noch über und wir haben ja noch Horn Maestro drin. Das Trotz war ja unser 6. Mal würfeln und wir haben jetzt noch Horn Maestro, das ist unser 7. Mal würfeln gewesen. Und wenn wir hier jetzt schauen, in der nächsten Liste, Horn Maestro kostet 3 Punkte. Das heißt, wir haben unser Budget auch komplett aufgebraucht, sind da auch nicht drüber und wir haben alle 7 Augmentationen reingekriegt. Das heißt, das funktioniert alles so. Guti, das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet das halbwegs verstehen und könnt das jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie denn die Augmentierungen in dem Spiel genau funktionieren. Und wie gesagt, das Spreadsheet, das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und bis dann. Tschüss.